Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander-Krieger. Und den gibt es jetzt seit 13 Jahren. Und darüber soll dieser Vlog von der Straße heute mal ein bisschen handeln. Ihr werdet dieses Intro nochmal hören, weil ich habe eben vor 30 Minuten nochmal ein Vlog von der Straße aufgenommen. Da habe ich die gleiche Begrüßung gemacht, habe gerade gelivestreamt. Und dann kam ich zu einem Thema, wo ich gedacht habe, ey, da möchte ich mit euch drüber reden. Und zwar über die Anfänge von YouTube, beziehungsweise wie sich so ein bisschen was gegeben hat. Wir haben momentan die Phase der Gamescom. Und eigentlich war es früher, vor Corona, eigentlich immer so, dass ich auf jeder Gamescom in irgendeiner Art und Weise vertreten war. Dieses Jahr oder auch die letzten Jahre bin ich nicht zur Gamescom gefahren und das hat mehrere Gründe. Ich habe einfach keinen Nutzen mehr von der Gamescom. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe früher an einer Gamescom Verträge gemacht, die mir quasi so ein bisschen mein Jahreseinkommen gesichert haben. Das heißt, als Beispiel, ich bin zu einem Partner gegangen, habe mit denen gequatscht, habe gesagt, so komm, wir machen hier für ein Jahr Werbung, Beispiel MMOGA, Beispiel Elgato, Beispiel, was haben wir noch? Andere sage ich jetzt mal nicht, weil die, mit denen bin ich nicht mehr gepartnert. Ich nehme ja die beiden. So, bin zu denen hingegangen, habe mit denen gequatscht, pipapo. Man hat einen Vertrag quasi mündlich teilweise gemacht, manchmal auch schriftlich, für ein Jahr und hat dann Summe XY bekommen. So, das heißt, es war einfach schon alleine, wenn man sich jetzt mal, ich nehme ja einfach mal einen normalen klassischen Vertrag, den ich damals so 2011, 2012 hatte. Da bin ich zur MMOGA gegangen und dann bin ich da rausgegangen und habe quasi einen Vertrag gehabt, wo ich 24.000, 36.000 Euro fürs Jahr Umsatz garantiert hatte. Dankeschön. So, und natürlich möchte man dann auch mit den Leuten, mit den dementsprechenden Leuten persönlichen Kontakt haben, möchte die Hand schütteln, man geht abends noch lecker essen. Und das ist natürlich etwas gewesen, was alleine, wenn du halt weißt, ey, du verdienst jetzt für das Jahr schon mal garantiert 36.000 Euro, dann fährst du da gerne hin und sagst gerne, ja, schönen guten Tag, hier bin ich, ich möchte ganz gerne Rettungsgasse machen. Man möchte ganz gerne, ja, wie soll ich sagen, mit den Leuten einen persönlichen Kontakt haben. So. Und genau so ist dieser Stream gerade eben mit meinen Zuschauern gewesen, indem ich denen das erklärt habe, dass ich dieses Jahr nicht auf die Gamescom gehe, weil ich habe keinen, der mir dort Geld gibt. Was ich auch verstehen kann, ist auch vollkommen okay. Und alleine daher ist das für mich eine Aktion, wo ich Geld investieren müsste, um dorthin zu gehen. Und jetzt ist die Frage, habe ich dadurch einen Nutzen oder habe ich dadurch keinen Nutzen? Das ist jetzt natürlich die große Frage, wenn ich dorthin fahre. Warum macht keiner eine Rettungsgasse? Wir haben hier Stau. Ich meine, ja, es ist okay, es ist eine Baustelle, aber trotzdem macht man doch eine scheiß Rettungsgasse. Keiner hier, keiner. Keiner fährt hier ein bisschen rechts rüber. Oder links. Wahnsinn. Macht eine Rettungsgasse, ohne Scheiß. Findet ihr super viele Videos auf YouTube, wo Rettungskräfte versuchen, durch den Stau zu kommen und es nicht hinkriegen. Und eigentlich, ich hoffe, dass die Leute mal richtig krass bestraft werden. Weil der Typ, ich stehe hier schon über dem linken Streifen und der Typ hier neben mir, dem kann ich quasi, was weiß ich, ins Auto spucken, anstatt dass er sich da rechts rüber fährt. Wahnsinn. Naja, nichtsdestotrotz, ich möchte heute mit euch so ein bisschen darüber reden und ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze angefangen hat und wie so die ganzen Anfänge waren und auch wie das mit dem Livestream angefangen hat. Ich war damals gepartnert mit der Firma Hapag oder Hauptauge, haben auch viele genannt, aber die ist Hapag. Die saß in Mönchengladbach und ich bin dort damals hingefahren nach Mönchengladbach, habe mit denen gequatscht und ihr kennt es vielleicht noch, die ganz alten Hasen kennen das noch, die gute alte HD-PVR. Das war so ein dicker, fetter, schwarzer Klotz. Der hat damals 200 Euro gekostet, als ich mit YouTube angefangen habe. Und da musste man dann diese RGB-Kabel musste man dann reinhauen. Hatte noch einen guten SCART-Stecker. Und den musste man dann da reinhauen, um ja, von der PlayStation aufzunehmen, von der PlayStation 3. So.
jedes Mal, wenn du aufnehmen wolltest, hattest du eine Software am PC und musstest Start drücken. Da war eine riesengroße Latenz und. Und dann hat die Firma Hapag hat dann die Colossus rausgebracht. Die Colossus war die erste Lösung, die man in den PC einbauen konnte, als PCI Express-Karte. Und dort konnte man dann, ich weiß gar nicht mehr, ob man HDMI oder, nee, ich glaube HDMI war noch nicht. Ich glaube auch noch mit den RGB-Steckern. Alter, wie alt das ist. Kommt mir gerade vor, als würde ich über Kassetten reden, Mann. So, schöne VHS-Kassetten, schöne Blüte in den Videorekorder. So, und dann hast du das angesteckt. Und das Geile war, es war fast latenzfrei. Also es war so eine Millisekunde, gab es eine kleine Latenz. Und damit war es dann möglich zu streamen. Zum Beispiel auf Justin TV. Twitch gab es damals noch nicht, liebe Freunde. Deswegen heißt mein Name auch CMD-Krieger, weil auf Twitter bzw. X kannst du mittlerweile, oder konntest du damals auf Justin TV, aka Twitch, oder auf X Twitter, konntest du damals maximal 15 Buchstaben nutzen und Commander Krieger hat 16. Deswegen kam der Name CMD Krieger überhaupt erstmal zustande oder auch auf Instagram. Da gab es noch keine Möglichkeiten, Namen zu wählen, die länger als 16 Buchstaben hatten oder mehr als 16 Buchstaben hatten. Nur mal so ein kleiner Side-Fact. So alt bin ich schon, Mann, dass ich über so einen Scheiß reden muss. Ich komme mir gerade vor wie ein Opa, der zu seinen Kindern redet. Aber ihr seid ja auch Opas. Seid ja mit mir gewachsen. So, und dann hatte ich diese Colossus drin und damit fing das Livestream an. Ich habe auf Justin TV mal gestreamt, das hat mir aber nicht gefallen mit diesem grauen Hintergrund, das fand ich richtig schlimm. Und dann habe ich auf Owned gestreamt. Owned war dann so, die hatten den MIRC-Chat, glaube ich, oder MIRC, keine Ahnung, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Das war noch richtig, richtig hart. Und so kam dann Despin zu mir. Erstmal so, dass ihr so überhaupt die Eckdaten wisst. Grüße an dich, Despin, falls du das hier mal irgendwann sehen solltest. Und dann kam eine E-Mail in mein Postfach geflattert vom Julian. Hallo, liebe Grüße, ich bin der Julian, ich komme aus München, arbeite für die Firma Elgato und wir haben hier was Revolutionäres auf dem Markt. Wir haben ich weiß gar nicht mehr, wie der Stick hieß. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ding hieß. Aber wir haben hier eine Capture Card. Capture Card HD, glaube ich. So, wir haben hier eine Capture Card. Eine sehr kleine, kompakte Lösung. War so groß wie eine Powerbank ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Ich hoffe, das geht jetzt hier so mit dem Licht. Jetzt mache ich mal kurz hier den hier. Wir haben eine Capture Card, haben wir rausgebracht. Mega revolutionär, du hast damit die Möglichkeit, das Gameplay on demand zu sehen, kannst zurückspulen und kannst gewisse Bereiche ausnehmen. Du hast einen Speicher. Ja, okay. Ja, aber ich habe die Colossus, die ist eigentlich schon sehr geil und eigentlich genau das Perfekte, was ich brauche. Ja, probier's doch mal aus, ich schicke dir einfach mal eine Unit drüber. Damals hatte ich noch in meinem Arbeitszimmer so eine kleine Couch, das war so 2011. 2012, da fing das so gerade an. So. Und dann kam dieses Paket hier an. Das Ding war halt, wie gesagt, so groß wie eine kleine Powerbank. Auch mit dem RGB-Kabel reingesteckt, Software installiert. Und dann hast du das Gameplay gesehen und konntest zurückspulen. Du konntest zurückspulen. Und das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, ey, ohne Scheiß. Ich hatte mit Hapag damals keinen Vertrag. Die haben mir Geräte gegeben, ohne dass ich dafür Kohle bekommen habe. Und ja, dann habe ich mit denen gesprochen, habe gesagt, pass auf, ich bin aber hier mit Hapag verpartnert. Wie machen wir das? So, und dann haben wir gequatscht und dann floss auch dann relativ zeitnah das erste Geld. Aber für ein Produkt, was wirklich geil war. Und da kann ich mit vollem Stolz sagen, ich war der erste Elgato-Partner in Deutschland. Und fand ich sehr cool. Also sehr geil, auch was Elgato heute noch macht. Ich muss sagen, es gibt ein paar Dinge, die ich nicht gut finde.
oder beziehungsweise die mir fehlen im Elgato-Sortiment. Aber im Großen und Ganzen einfach geil. Ich würde mich zum Beispiel, was finde ich nicht gut oder was würde ich mir wünschen, sagen wir es mal eher. Fahr doch bis zum Ende, Mann. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir ein Grid wünschen. Also für die Keylights. Die Keylights sind verdammt hell. Also man muss wirklich sagen, die Keylights sind wirklich Geräte, mit denen du wirklich alles Mögliche ausleuchten kannst, ablenken. Also die Keylights sind wirklich sehr krass hell. Und um ein bisschen punktuelleres Licht zu bekommen, hilft halt so ein Grid. Ein Grid ist aus der Fotografie, kennt ihr sicherlich, habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr so eine große Softbox seht, dann ist da so ein Gitter drin, meistens in schwarz, dass das Licht sehr punktuell macht, dass du schön Konturen beleuchten kannst. Gibt es mittlerweile zu kaufen, allerdings aus Amerika, kosten Schweine viel Geld. Ich habe für meins, was einfach nur ein bisschen zusammengenähter Stoff ist, da ich aber nicht nähen kann, muss ich mich halt auf sowas zurückkaufen, kostet halt 99 Euro so ein Ding. Und da wäre ich froh, wenn das von Elgato kommen würde. Zum Beispiel beim Dave auf dem Kanal, wenn der in seinem Studio sitzt und drüber quatscht, dann seht ihr im Hintergrund auch, dass er so ein Grid hat mit diesem Gittermodus. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir von Elgato eine Lösung wünschen zum Livestreamen. Also sprich so ein Livestream-Setup. Eine Art Bonding-Service, ich weiß nicht, ob man das Bonding-Service mit den ganzen Karten, wo du halt die Möglichkeit hast, das zum Beispiel an ein iPhone oder an ein Android-Handy reinzustecken und dann hast du quasi wie eine Art Akku, also Powerbank, Streaming-Device, wo du SD-Karten reinpacken kannst, dass du einfach von deinem Handy aus streamen kannst und du hast da dran noch einen Router, eine Powerbank und diesen Bonding-Service, dass du halt die verschiedenen SIM-Karten miteinander kombinierst und die dann rausschickst und das Ganze in einer sehr kompakten Form und das Ganze fürs Handy. Das würde ich feiern, wenn es sowas gibt, aber ich glaube, da brauchen wir noch 2-3 Jahre, bis irgendeiner sowas macht. Und ich glaube nicht, dass das Elgato machen wird, weil wir haben da schon mal so weit drüber gesprochen und die sehen so ihren Part eher im Streaming-Setup für zu Hause. Also Webcams, Lichter, diese Mounts sind super geil, muss man ganz ehrlich sagen. Diese Wave-Panels habe ich noch nicht. Diese geräuschabsorbierenden Panels habe ich noch nicht. Mal gucken. Da finde ich es auch geil, wenn die diese Wave-Panels in Naturoptik anbieten würden. Also sprich, es gibt ja, ich glaube, Scorus hat zum Beispiel so eine Wand oder auch ein Monte, diese Naturwände, wo du halt wirklich so Moos und Gräser und so drin hast. Das finde ich geil, wenn das auch Elgato anbieten würde, dass du diese Wave-Panels halt nicht in dieser modernen Optik hast, sondern so in dieser Naturoptik. Fände ich auch sehr, sehr geil, wenn es die da geben würde. Das wäre etwas. Und ansonsten finde ich das eigentlich ganz cool. Da wollte ich mit euch heute mal drüber sprechen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, mit welchen Firmen habt ihr so die ersten Berührungen und verbindet das Ganze? Für mich zum Beispiel Elgato war ich so einer der ersten oder MMOGA, bin zum Beispiel immer noch mit denen gepartnert. Es fließt mittlerweile kein Geld mehr, weil die Reichweite dafür nicht mehr da ist, was auch vollkommen okay ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht einen trotzdem so ein bisschen stolz, dass man da der Erste war. Weil egal was ist, ne, Monte ist jetzt die Nummer 1 auf Twitch. Was weiß ich, der ist die Nummer 1 auf YouTube und. Aber da war ich die Nummer 1 und das kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist irgendwie schon ein geiles Gefühl. Es gibt viele solcher Momente. Zum Beispiel, wenn ich dran denke, 2013, als ich so meinen Höhepunkt hatte, war ich auf Rang 7 der YouTube-Liste in Deutschland. Also ich war der 7. YouTuber in Deutschland. Und habe so viel Scheiße daraus gemacht. Pech gehabt. Scheiße. Ich hab in viele Sachen, ich habe viel Scheiße gebaut.
Ich habe es richtig verkackt, muss man mal ehrlich so sagen. Ich hätte so viel machen können. Alleine diese ganze Game Inside-Thematik, wenn ich einfach nur gesagt hätte, ich möchte Anteile haben. Ich möchte einfach nur 10% Anteile an Game Inside haben. Boah. Da würde ich jetzt mit dem Helikopter nach Meerbusch fliegen. Ach, da würde ich gar nicht fliegen, da würde ich einen machen lassen. Und der würde mit dem Helikopter hinfliegen. Ach ja, das ist sowas, was ich am meisten bereue, muss ich ehrlich sagen, dass ich da halt zu blöd war. Da war ich zu blöd. Definitiv. Ich habe auch keine Ahnung, ob das nochmal kommt oder nicht kommt. Aber, naja. Ohne Scheiß, mir geht gerade im Kopf, geht mir gerade so viel Gedanken durch, wo ich sage, oh, da hätte ich was machen können, da oder da oder da. Ach ja. Letztendlich, ich bin hier, ich bin gesund und, ne, ich habe eine Eigentumswohnung, habe ich Gott sei Dank, toi, 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 alles für getan und gemacht, dass das so bleibt. Die wird jetzt vermietet, da kommt im nächsten Video, kommt was dazu. Wieso, weshalb, warum? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vielleicht viele Fehler gemacht, aber wenn ich morgens früh aufstehe, kann ich noch in den Spiegel gucken und kann ehrlich sagen, das bist du. Ich habe mich hier irgendwie für irgendwas verstellt oder irgendeinen Scheiß gemacht. Das kann ich immer noch sagen. Und da bin ich stolz drauf. Da bin ich auch stolz drauf. Naja, hat sich halt einiges geändert. Schreibt mir mal in die Kommentare, mit welcher Firma oder mit wem hattet ihr so den ersten Berührungspunkt, den ersten Kontakt? Wer war so der Erste, mit dem ihr reingekommen seid? In dem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander. Tschüss.